Bin vorhin schon mal kurz ins Spiel und habe die ersten Einstellungen gemacht. Lautstärke-Einstellung und so weiter. Ich hoffe, das ist in Ordnung, so wie es jetzt eingestellt ist. Also ich glaube, die Musik hier im Menü ist wesentlich lauter als die im Spiel. Ja, heute am Valentinstag. Was könnte man da Besseres tun, als Doom weiter zu spielen und später noch das Spiel zu spielen, dessen Namen ich nicht nennen kann? Und wer weiß, was sonst noch. Schwierigkeit Mittel. Alles greifen. Bin mir gar nicht sicher, was das tun würde. Lass es mal aus und starte das Spiel. Was muss ein Mann tun, damit Sie ihm solche Beachtung schenken? Wenn Sie diese Art von Beachtung wollen lassen, sind Sie auf dem richtigen Weg. Klingt verlockend. Aber ich möchte Ihnen nur jemanden vorstellen. Darf ich vorstellen? Jacqueline Nadler, Präsidentin von Nadler Technologies. Guten Tag, Miss Croft. Meine Forschungsabteilung widmet sich seit einiger Zeit dem Studium antiker Artefakte. Und ich bin der Meinung, dass Sie genau die richtige Frau sind, um sie für mich aufzuspüren. Ich fürchte, Sie irren sich. Für mich ist das Ganze ein Spiel. Genau deshalb wende ich mich an Sie, Miss Croft. Dieses Spiel haben Sie schon gespielt, mit Ihrem Vater. Oder haben Sie nicht jahrelang nach dem Sion von Atlantis gesucht? Alles, was Ihnen damals fehlte, war Qualopecs Grab. Sie haben Vilcabamba gefunden? Wann können Sie in Peru sein? Ja, Nadler, ich liebe sie, auch nicht. Vilcabamba bleibt ein Rätsel. Und meine Entschlossenheit, trotz aller Misserfolge weiterzusuchen, drückt die Moral. Ich denke, dass Jenkins für den Aufruhr verantwortlich ist. Er will einfach nicht akzeptieren, dass Atlantis das Fundament aller uns bekannten Kulturen war. Es wird immer deutlicher, dass offenbar nur Lara vorurteilsfrei und aufgeschlossen genug ist, dieser Tatsache ins Auge zu sehen. Lo siento! No traje bastante cuerda. Kein Problem. Ich komme da schon irgendwie rauf. In dem Outfit hier, ja. Ja, Unvorgenommenheit. Ja, schön, dass du mir die Steuerung für die Tastatur erklärst. Schieße ich? Ich muss laufe ich. Gehen. Aber nur gehen. Funktioniert halt. Nicht so gut. Einfach vorsichtig den Stick nach vorne drücken und dann geht das schon. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das mit Unfall genommen hat, zu tun hat. Sie ist immerhin deine Tochter. Ich meine, was du ihr vorlebst, wird sie wohl nachleben. Als deine Tochter. Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, dass die Bewegungsunschärfe so ein bisschen hatten, aber. Ist ja schon ein Weilchen her, wie ich gespielt habe. Damals auf der PlayStation. War wahrscheinlich sowieso wieder alles anders, so wie bei Anniversary. Wie bei Underworld. Weil das Spiel ja irgendwo nicht vorhanden war.
Hallo, Larantor. Ja, es geht mir soweit wieder gut. Ein bisschen Halsschmerzen habe ich noch. Ist das HD-Remake vom ersten Teil? Jaxhöhl. Wir müssen trotz Kontrollpunkt speichern? Ui. Muss das so oder kann das weg? Kann ich mir da sprechen? Oh, was ist das? Mira. Ya llegamos. Ja, wir kommen nur noch nicht rein, weil die Tür noch nicht offen ist. Okay, dann müssen wir weiter nach oben klettern. Erst springen, dann Wetterhaken werfen. Auf euch geht's auch soweit gut und ihr hattet einen schönen Valentinstag oder werdet ihn noch haben? Heute tatsächlich auch Aschermittwoch? Valentinstag und Aschermittwoch? Also schon immer auf einem Tag oder? Kommt irgendwie so komisch vor, dass es am selben Tag ist. Oh nein, wer hätte das gedacht? Schon wieder wild gewordene Wölfe. Nicht immer am selben Tag, ja, dachte ich mir halt auch. Wieso müssen es eigentlich mehr Wölfe sein? Ja, wild gewordene, hyperaggressive Wölfe. Ja, es ist nicht immer am selben Tag, weil der 14. natürlich auch nicht immer derselbe Tag ist. Ist ja auch wirklich in jedem Spiel so, dass es Wölfe sind. Ja, Menschen haben Angst vor Wölfen und das schon seit dem Mittelalter mindestens und wahrscheinlich schon länger, aber... Gibt's wirklich nichts, was euch mehr Angst macht? Menschen, Programmiermenschen als Wölfe. Und Fledermäuse. Stimmt, Fledermäuse auch. Die Doppelpistolen. Damit könnte Laura eine Kür in der rhythmischen Sportgymnastik vorführen. Stimmt. Aber ich mag sie irgendwie sehr gerne. Doppelpistolen. Wenn du mal Spielentwicklerin bist, nimm Wölfe bitte nicht als Gegner. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich würde ich mir irgendwas anderes... Sehr tieferes überlegen. Dann sind die Wölfe bestimmt auch wieder out als Gegner. Yay, die Medipacks sind wieder da. Groß und kleine Medipacks. Doch Nostalgie pur. Es
dieses Outfit. Es passt halt so gar nicht hier rein, aber ich liebe es dennoch. Muss wirklich manuell nochmal speichern? Tatsächlich. Das war zu spät. Alles klar. Ja, die Steuerung ist ein bisschen hakelig. Ich? Oh. Erst oben entlang? Weiß es nicht. Das ist schon so lange her. Tomb Raider 1 habe ich... Tomb Raider 1 sowieso schon ewig her und Tomb Raider Anniversary... Ja, jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt. Wenn ich nochmal hochkomme. Nein, ich komme nicht nochmal hoch. Oder? Hier. Aber jetzt oben entlang muss. Und sonst müssen wir den ganzen Weg einfach nochmal zurückgehen. Auch keine Adler. In Far Cry 3 wird man immer angegriffen, wenn man in der Wildnis mehr als ein paar steht. Adlern? Ist aber auch nicht unbedingt realistisch. Ich glaube jetzt nicht, dass Adler einen tatsächlich angreifen würden in der Wildnis. Gut, da kann ich mich tatsächlich irren. Ich bin ja keine Tierexpertin. Glaube ich nicht, dass uns Adler angegriffen würde in der freien Natur. Okay, das war alles für ein Geheimnis. Ein Artefakt. Haben einem damals Artefakte eigentlich noch was gebracht? Anniversary. Und bei der 2 haben sie ja tatsächlich auch noch was gebracht. Munition oder Waffen oder so. Ich weiß nicht, ob welchen Teil das nicht mehr der Fall war. Ah ja. Die Wolfshöhle. Dann kann ich mich noch relativ gut erinnern. Ja, und dass man auch nicht entkommen konnte. Es schießt doch. Emma, wie wäre es, wenn du schießt? Gab es damals eigentlich noch kein Dauerfeuer? Oder kein Dauerfeuer mehr? Offenbar nicht. Irgendwie nervig. Ich wollte eigentlich ein kleines nehmen. Egal. Habe ich das große genommen. Hab mich verdrückt. Nichts.
Secrets hatten in Tomb Raider 3 keine Artefakte, sondern einfach nur extra Muni, Medipacks. Ja, das war ja auch noch in Ordnung. Also das fand ich gut. In Tomb Raider 2 waren es, glaube ich, beides. Da gab es ja die Drachen zum Einsammeln und dann gab es immer noch Muni oder Medipacks und so weiter dazu. Und fand ich eigentlich am besten. Auch Tomb Raider beigeliebt. Ja, ich weiß, ich habe vor 5 Jahren mal Tomb Raider 2 angefangen und wegen Technik abgebrochen. Es wird auch das nächste Tomb Raider Spiel nach Anniversary werden. Und das Tomb Raider 2013? Hatte ich auch angefangen und wegen musste es dann unterbrechen wegen technischer Probleme. Kommen wir an das Artefakt dahin. Tomb Raider 2013 haben wir jetzt nachgeholt. Live und als Let's Play. Okay. Ich stelle mich an wie so ein Vollhorst. Ich soll nicht so viel in den Chat gucken. Ja, an das Artefakt da drüben. Pass ein bisschen besser auf. Konzentration. Das Geheimnis da unten. Jetzt wahrscheinlich schon weiter. Das muss man auf dem Weg. Wenn ich nicht wüsste, wie ich von hier nach da drüben kommen soll. Hinter mir ist wahrscheinlich irgendwo was. Okay, zumindest ein Medipack haben wir. Wenn auch nicht das, was ich eigentlich finden wollte. Hier kann doch irgendwo auch ein Bär. Irgendwo hier war doch ein kleiner Schnüffelbär. Zum Drücken und Liebhaben. Zeitlich springen war ja bei denen auch nicht so. Hey, hast du leuchtende Augen? Was ist denn bei dir falsch, Bär? ETF? Du bist kein normaler Bär? Kein normaler Arti? Gut, das war vielleicht ein bisschen feige. Gestehe ich. Hab aber lieber so ein bisschen Sicherheitsabstand bei Bären. Auch wenn die Bären immer noch kein Vergleich zu denen in Rise of the Tomb Raider sind. Die Drogen. Was für Drogen? Die Drogen, die dich so aggressiv machen? Das ist das Geheimnis, warum auch die Wölfe so aggressiv sind?
Öfter bei den Einblendungen findet man heute kaum mehr. Das passt. Entschuldigung. Ich wollte nicht übersteuern. Ich habe mich nur gefreut, dass ich das Artefakt gefunden habe. Wird heute auch eine größere Streampause geben, irgendwann zwischen 17 Uhr. So für eine Stunde ungefähr, weil ich auch noch essen muss. Trommelfälle haben sich über ihr Treffen gefreut. Entschuldigung. Bring uns erst da in die Lücke. Ich will das Medipack nehmen. Ja, du könntest dich auch ein bisschen schneller schwingen. Gut, danke. Schnelles Klettern gegen. So. Hm? Na, ich weiß es nicht. Ja, Thief kommt dann nach der größeren Pause. Ich habe jetzt vor, erstmal ein paar Stündchen Tomb Raider zu zocken. Abendessen irgendwann. Was? Sagen wir mal. Irgendwann zwischen 18 und 19 Uhr werde ich mit Thief anfangen.